Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Die Filtertüte vor dem Mund ist ja seit fast 2 Jahren, sagen wir einfach mal 2 Jahre. Wollen wir hoffen, dass es jetzt nicht für immer ist, auch egal, dann halt für immer. Ich werde zu diesem Thema nichts sagen, weil es sich nicht lohnt. Es lohnt sich nicht, darüber was zu sagen. So, wir sind hier im Sondersender Nordrhein-Westfalen, wir sind hier bei Ultra DWeb TV. Ich muss da mal vieles erklären. Wir können nur Aufträge machen, wenn wir Aufträge bekommen. Im Moment ist es natürlich schlecht, weil sogar RTL kaum noch Aufträge auf den Weg bringt. Und weil das nicht so einfach ist, diese Aufträge auszuführen. Weil, ja, bedingt durch das Ganze, der ganze Aufwand, um einen Film zu drehen. Ich bin hochgradig erfreut, dass Amerika einige Filme auf den Weg gebracht hat, die auch demnächst gezeigt werden, sobald die Kinos auf sind. Ob ich jemals in ein Kino wieder einkehre, weiß ich nicht, schon allein wegen dem Preis. Bin nicht gewillt, bis zu 21 Euro oder 22 Euro für einen Film in einem Kino auszugeben. Dann kann ich mir direkt eine DVD oder Blu-ray kaufen. Ja? Gut, einige Filme, da warte ich drauf. Jackie Chan zum Beispiel mit Arnold. Müsste ich gucken, ob ich mir den nicht bestelle. Ich wollte ihn an sich streamen, aber er wird nicht gestreamt. Er ist also bei keinem aufgelaufen. Also werde ich dann wohl eine Blu-ray oder DVD bestellen. Ja, ich bin ein Freund von Streaming geworden. Über Pfingsten habe ich mir auch. Ich habe mir sogar Pfingsten diesmal nochmal Star Wars angeschaut, außer 1, 4. Also außer 4, das läuft ja woanders. Da muss man schon seine Blu-ray rausholen, weil die werden nicht gestreamt. So, dann habe ich mir Berichte über Star Wars angehört. Da gibt es ja einige, die darüber philosophieren, uns irgendein erzählen. Ich finde es super toll, wenn ich über Star Wars eine Philosophie mir anschauen kann, mir anhören kann, wie man mir da irgendeinen Charakter erklärt, wo der herkommt. Ich finde es super, weil das ist reine Fiktion. Ja? George Lucas hat vor über 40 Jahren da gesessen, hat 14 Seiten hat er geschrieben und hat dann damit angefangen und andere Autoren haben dann weitergemacht und jetzt kann man ja bei Disney Plus die anderen Autoren sehen. Ne? So, zum Beispiel die Gruppe 99, ne? Ja, so die Bad, also die schlechten Stormtrooper, so die Klone, ne? Die halt irgendwann nicht mehr da sein werden. Einer ist ja schon, den haben sie ja den Chip wieder neu kalibriert und der ist halt böse und er jagt jetzt seine eigenen Kameraden. Okay, das ist zu der Story. Die anderen Stories habe ich mir, wie gesagt, nochmal angesehen, die Padawans und Ahsoka. Ich habe auch Ahsoka bei Mandalore in Original mir nochmal angesehen. Vielleicht werde ich mir Mandalore noch einmal zu Gemüte führen, aber er ist halt noch zu sehr präsent. Ich sehe noch, wie er mit dem Tier kämpft und wie er den Kleinen durch die Gegend und schützt und beschützt und so weiter und wie Luke Skywalker ihn nachher abgeholt hat. Aus welchem Grund? Auch immer. So, wir warten jetzt auf Mandalore, dass es weitergeht. Einige Sequenzen habe ich schon gesehen. Ich hoffe, es kommt. Und ja, ich frage mich nur, wo das Ganze hinführen soll, wo wir hingeführt werden, nicht nur im Bereich der Kunst, weil die Kunst ist mal wieder wie immer. Also die Kunst war immer brotlos. Ja, ob Shakespeare und so weiter und so fort. Also diese Menschen, die Künstler waren, hatten immer einen Mäzen. Hatten immer jemanden, der sie auf irgendeine Art gefördert hat. So, die Förderung aus dem Bereich Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot gehört ja mittlerweile auch zur Macht. Ist also nicht mehr die vierte Macht. Kunst und die Kunstszene gehört nicht mehr zu irgendeiner mächtigen Gruppe. Wenn ein Künstler wirklich tatsächlich spricht, um zu versuchen mit Humoristik oder mit Satire, dann kann es schon für ihn arg werden.
Ihr wisst, Xaver Naidu zum Beispiel hat mal wieder gesungen. Er hat das große Glück, er darf auftreten, weil er ist nun mal kein Politiker. Er ist auch nicht politisch angehaucht. Er hat nun mal seine Art von Liederkunst. So, er darf also auftreten. Am Wochenende, also zu Pfingsten, hat er ja einiges wieder von sich gegeben und andere haben von sich gegeben. Dieser Herr Reuters da, der Journalist ist im Moment in Moskau unterwegs, zeigt uns, dass da gar nichts ist. Meine lieben Freunde, auf dem ganzen Planeten ist irgendetwas, aber nicht das, was ihr digital seht. Was ihr digital seht, ist nicht die Realität, wie sie wirklich tatsächlich ist. So, ihr seht mich jetzt hier heute, wie ich über Star Wars philosophiere, über Pfingsten, was diesmal, wie gesagt, Couch Potato geheißen hat. Man musste also zu Hause bleiben bei dem Wetter raus. Ich war raus, zwei, drei Mal sogar und fand es da nicht so lustig. Das Wetter war nicht so angenehm. Ich war auch heute Morgen schon unterwegs und habe dann volles Hausprogramm gehabt um 9.30 Uhr, volles Hausprogramm bis jetzt 11.30 Uhr. Ich wurde ja sogar beim Videoclip unterbrochen. Ich habe zwar jetzt so eine einfache 5.1 am Start, die halt genügen sollte für solche Art von Videoclips. Ich bemühe mich natürlich auch, dass diese Videoclips nach etwas aussehen. Ich versuche den Inhalt auch präzise auf den Punkt zu bringen. Ich versuche wirklich über Star Wars zu philosophieren, weil über 40 Jahre kann man philosophieren. Man kann über die Figuren philosophieren, die da rausgekommen sind und die Preislage. So, man kann natürlich auch über Kino reden. Ich warte wirklich auf Bond. Ich bin ein Bond-Fan. Ich mag Bond. Und keine Ahnung, ob ich ihn wirklich tatsächlich im Kino sehen werde. Ich habe euch gerade schon gesagt, dass ich kein Kinogänger mehr bin, wegen dem Preis schon alleine. Und ich weiß auch gar nicht, wie das Kino jetzt sein wird, was das Kino jetzt gemacht hat. Vielleicht eine Umweltanlage, vielleicht ist sie viel zu laut. Okay, wenn man den Ton übertönt, dann merkt man es nicht. Aber es könnte sein, dass das Kino auf eine Art irgendwie doch nicht so ist, wie es sein sollte. Ich war jetzt vor Pfingsten bei einem erstklassigen Zahndentisten, Dr. Det, Mut zur Lücke. Dieser arbeitet einwandfrei und hat also schon alles auf den Weg gebracht. Ich bin gespannt, ob das alles so ist. Ich habe halt meine Krankenkasse informiert, mal sehen, wie die Krankenkasse darauf reagiert und wie er darauf reagiert. Und wenn grünes Licht, darf er Hand anlegen. So, warum erkläre ich das? Ich sage, weil viele von euch auch mit Ärzten, bedingt jetzt durch diese Geschichte von Corona, nicht so dran kommen, wie sie sonst dran gekommen sind. Man merkt richtig, dass die Ärzte Geld verdienen wollen. Die Ärzte wollen wirklich tatsächlich nur noch Geld verdienen. Man merkt es richtig. So, die Beratung wie früher, nicht. Auch heute, wurde auch gerade bestätigt, musste man bis zu einer halben Stunde im Regen stehen. Im Regen stehen. Bei einem Arzt oder für einen Arzt. Ja? Und für einige, die da eine halbe Stunde gewartet haben, im Regen, nur um ein Rezept abzuholen, damit das Fenster aufgeht, Rezept abgeben und das Fenster wieder geschlossen wird. Also ich weiß nicht, normal ist das nicht. So, und das Allerlustigste ist ja jetzt, dass man uns Aliens und den Mars und Aliens, sogar den Mond, den will man ja auch wieder. So eine Frau soll auf dem Mond, zum ersten Mal soll eine Frau auf dem Mond und so weiter und so fort. Also auf Deutsch, die Welt ist gaga. Die ist wirklich gaga. Also für die Freunde von Anime. Habt ihr Anime, so Anime-Filme gesehen, die Zeichentrickfilme? Da war auch einer, auch mit dem Virus. Ganz raffiniert, ja. Und dieser Virus hat dann eine ganze Stadt ausgelöscht. Und die sind dann hergegangen und haben die Menschen ersetzt durch Roboter. Ja, das waren Kybernauten. Die sahen wie Menschen aus, waren aber keine, waren Cyborgs. Ja, also durch einen Virus wurde in Japan selbst, wie gesagt, ausgelöscht. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime-Film kennt.
Ich habe mir jetzt nicht auf dem Schirm, weil ich ständig jetzt hier wieder abgelenkt werde. Auf eine Art gut, dass ich abgelenkt werde, weil ich dann sonst zu lange Videos mache, die ich gar nicht so lange machen möchte, sondern kurz, prägnant und auf den Punkt gebracht werden. Also wie gesagt, mir ist das Thema mit Corona egal. Ich mag weiterhin Star Wars und auch Star Trek. Ich mag weiterhin Anime-Filme und überhaupt Sci-Fi und ich mag Streaming. Ja, Streaming, das mag ich. Ich bin kein Freund mehr von Theater und Kino und Restaurant auch nicht. Und deswegen, ein Kaufhaus gibt es ja, also so ein Kaufhaus, wo ich gerne einkaufen würde wollen, gibt es ja auch nicht. Und deswegen interessiert mich das überhaupt nicht. Also euch allen wünsche ich weiterhin viel, viel Spaß mit euren Sachen. Wie gesagt, wir werden leider alle so nach und nach ausgeschaltet. Wir sind halt nicht mehr so, wie wir früher drauf waren. Leider, wir müssen da alle mitmachen, weil klappt nicht anders, sobald wir was machen. Wir haben einiges getestet, könnt ihr nicht sehen, weil wurde einfach gelöscht. Ja, wurde gelöscht. Wir kriegen da eine Nachricht, tut uns leid, entspricht nicht unseren Richtlinien und war das Video weg. Und deswegen versuche ich solche Videos zu machen, dass ihr auch Lust habt, die Glocke zu betätigen, dass ihr Lust habt mitzumachen, dass ihr auch drauf drückt und Fans werdet und abonniert das Ganze. Ich versuche es. Ich versuche auch wirklich tolle Filme wieder zu machen, mit guter Qualität vor allen Dingen. Noch einmal, Filme drehen, meine lieben Freunde, Filme drehen, machen und tun. Das ist sehr viel Arbeit, kostet viel Geld, kostet viel Zeit. Und bei dieser Art von Corona macht es einfach keinen Spaß. Das ist halt so. Und nur die Familien haben, wie die drei von der Bank zum Beispiel, das ist eine Familie, Freunde, das sind Bauern, die da Filme machen und in Ostfriesland mit einer Bank durch die Gegend rennen oder jetzt Polizisten darstellen. Wisst ihr, die können das, weil es eine Familie ist. Aber wir brauchen Akteure. Akteure müssen bezahlt werden. Akteure müssen gesund sein. Akteure müssen nachweisen. Und der Aufwand ist einfach zu hoch. Tut mir leid. Also, wir machen halt unsere Clips. Hi!